Vers 58. Wenn reine spirituelle Erfahrung durch Wissen und Dienen, in Klammer Bhakti, angeregt wird, erwacht durch Gottes Liebe gekennzeichnete, exquisite und unverfälschte Hingabe an Krishna, den Geliebten aller Seelen. Erläuterung: Wirkliches Wissen ist nichts anderes als Wissen über unsere Beziehung zum Absoluten. Wirkliches Wissen ist identisch mit Wissen über die essentielle Natur des Beseelten, Chit, des Unbeseelten, Achit, und Krishna, sowie über ihre gegenseitige Beziehung. Hier ist nicht mentales Spekulieren gemeint, denn dieses steht im Widerspruch zu Dienst, Bhakti. Wissen, dass nur die ersten sieben der zehn Grundprinzipien Dasha Mula umfasst, ist Wissen über unsere Beziehung zu Krishna. Die essentielle Natur spirituellen Handelns, Abhideya, das durch die Wissenschaft der Hingabe gelehrt wird, nämlich über Krishna zu hören, zu chanten und zu meditieren, seinen heiligen Füßen zu dienen, ihn nach Ritualen zu verehren, ihm Ehrerbietungen zu erweisen, ihm einfache Dienste zu leisten, mit ihm Freundschaft zu schließen und sich ihm vorbehaltlos zu ergeben. Fußnote 32: Die klassischen neuen Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes, Bhakti Yoga, ist mit der aktiven Suche nach Krishna identisch. All dies wird im Bhakti Rasamrita Sindhu ausführlich beschrieben. Durch Gottes Liebe gekennzeichnete Hingabe, Bhakti, erscheint, wenn sie durch solches Wissen und praktisches Handeln erweckt wird. Solche Hingabe ist die höchste Form von Bhakti und nichts anderes als das Endziel aller spirituellen Bemühungen der individuellen Jiva-Seele.